Hallo zusammen, es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir versuchen irgendwie immer noch Fuß zu fassen in der Neuzeit, der frühen Neuzeit. Es läuft noch nicht optimal, finde ich. Gerade im Moment haben wir ein Minus. Ein Gold zum ersten Mal. Mal schauen, ob wir da wieder draus rauskommen. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Und sonst, eben, die Mexikaner, die drucken extrem in alle Richtungen. Ich weiß nicht, wie wir dort wirklich bestehen sollen. Aber wir schauen jetzt mal, wie es weiterläuft. Auch immer wieder, dass die da versuchen, uns da zu zwingen, irgendetwas anderes zu machen, ist nicht wirklich schön. Ich stehe zu meiner Entscheidung. Es passt gar nicht, wenn da ein anderes Volk dagegen drückt. Aber wir haben immer noch ein Goldproblem. Dann haben wir halt da auch. Das ist pro Händler, Steuerverwaltung, Zollanlage, viel Wahl haben wir da nicht mehr. Jetzt eine Steuerverwaltung. Dann kurz Abnahme. Die tätige Stadt. Der Lebensmittelmarkt, das ist ein cooler Einfluss. Fischhändlermarkt, zack. If trouble comes, five market quarters should provide you with a number of pragmatic answers. Ja, der neue Marktplatz ist richtig gut da. Steuerverwaltung vom Zugmarkt. Ein Händler. Steuerverwaltung. Sie hat einen neuen Bezirk abgeschlossen, das ist tipptopp. Stabilität ist gut. Dann machen wir einen Konsummarkt. Leier sind aufgestiegen. Das merkt man sich abgenommen. Ich sehe, die sind wirklich nicht direkt. Neue Groll. Gut. Eine spektakuläre 400. Runde. Drei Masten erforscht, das ist gut. Das Moserreifnis. Nein, 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 nein. All those of honest intent may have my ear. Japaner der Edo-Zeit. Was habe ich vorhin denn gerade überlegt, irgendetwas ich mal machen? Ah, die Wissenschaft ist abgeschlossen, genau. Eben so viel wissenschaftlicher Fortschritt wie möglich, damit man da Sterne verdient. Daher nehmen wir Marineartillerie. Da brauchen wir noch drei. Boah. Okay. Auch nicht gerade wenig. Ich glaube, 14.000 Einfluss brauchen wir für die nächste Verordnung. Ich weiß nicht, also ich weiß auch nicht, ob der Krieg irgendetwas bringt. Außer, dass sie von überall her den kulturellen Druck, das ist einfach brutal. Das Logo kenne ich nicht. Aha.
Ja, viel Auswahl bleibt dann nicht mehr. Oh, das steht doch gut. Dann machen wir. Dass wir es richtig verstorben, ist die Verordnung günstiger sein. Das passt doch, das haben wir gerade. Nur, was werden wir? Wir haben zu wenig. Aber nicht viel kann das sein, 12,7. Also ich kann den zumindest nicht auswählen. Ja, 300 fehlen. Oder dann machen wir die eine Runde. Tell me what is on your mind. Jetzt aber. So, gut. Republik oder Aristokratie? Eigentlich schon Republik. How far can you trust a leader whose primary concern is their family, not their people? Ja, das heisst wieder sparen wahrscheinlich. 20,000. Scheint sich ja zu verdoppeln. Was ich da in dem Fall nun voll gehandelt. Hätte es im Gold immer noch nicht wirklich viel gebraucht. Dann haben wir die Steuerverwaltung. Also für das, dass da wirklich fast nichts sinkt. Ja, wie Möglichkeit bleiben wir nicht mehr. Das hat sich gelohnt, also ich muss wahrscheinlich die Marktviertel bauen, damit es passt. Mittelmarkt. Au. Schneller. Mach mal. You're at the end of an ideology axis? Well, there's something to be said for unswerving dedication to a cause. Ein paar Obstplantagen aufstellen. Gemüse mitnehmen, Obst mitnehmen. Okay, 146 Minus. Statt Fortschritt mache ich Rückschritt, oder nicht? Zollanlage. Ich weiß bald nicht mehr weiter.
53. Das wird negativ. Nein. Ja, da haben wir eben halt die Tür. Die da. Im Niedergang, eben die wäre, könnte man jetzt irgendwann mal übernehmen. Wahrscheinlich wird es das da die Mexikaner machen. Wissenschaft weitergemacht. Das gäbe noch ein bisschen Geld. Machen wir das auch. Das ist ein Frack. Geht immer so aus. Das ist ein Ereignis. Schon Ende. Okay. Die Wissenschaft, aber im Kern. Wir sind immer noch minus. Stabilität sinkt massiv, das ist alle Produkte noch vorne. Stabilität steigern, darf ich nicht sagen, das darf ich nicht haben. Schwere Entscheidung. Alle Dinge eben, dass wir so ein Minus haben. Und ich habe nicht Geld dafür. Das wird übel. Stabil. Hat wieder nicht wirklich viel gebraucht. Noch einer. Das wäre ein Dagel. Nochmal. Das ist die Stadt. Ich brauche schnell mehr. Das ist stabil. Machen wir gerade den nächsten. Plus 12, das kommt doch gut. Mal schauen, dass wir irgendwie durchhaben. Thank you.
Wisst ihr, dass ich Salpeter entdeckt habe? Habt ihr das echt schon gesehen? Da. Aber das ist nicht meine. Da unten wäre noch Salpeter. Ah, wir müssen mit dem Moschi nach einem Abbau, oder? Das ist ja schön, das passt gerade. Da haben wir eine Salpetermine. Gut. Moment, Bank, dort gut. 10% mehr Gold. Ja. Moment, absolut. Primär nötig. Der fällt immer noch ein bisschen weniger. Noch einen, denn wir sind so kritisch dran. Neue Verordnung, ich kann mir da eh keine neue leisten. Er hat und so macht nicht immer noch viel zu wenig Gold gehen kann. Uiuiui. Ha, interessant. Steuerbehörde. Wahrscheinlich auch gescheiter. Sie sind einigermaßen stabil, ja, sind wir. Schütze. Leuchtet nie in der grossen Welt vollkommen, aha. Machen wir da. Gut. Ja, mit dem würde ich eigentlich die ziemlich schlechte Runde beenden. Ich bin ziemlich enttäuscht von dieser Erfolg. Die ist nicht wirklich gut gelaufen. Wir haben alles Gold verbrannt. Zwei Runden und dann gehen wir ins Minus. Ich bin gespannt, was da passiert, wenn wir ins Minus gehen. Ja. Fortschritt haben wir nicht wirklich gemacht. Wir haben den Stern geschenkt bekommen wahrscheinlich. Weil eben da die Mexikaner, die sind so weit voraus, da haben wir sicher einen Stern geschenkt bekommen. Sonst haben wir gar nichts geschafft. Gar nicht. Absolut gar nicht. Mal schauen, wie lange es dauert, bis wir das Let's Play beenden können und eventuell ein neues anfangen. Mit dem Gelernten. Hat natürlich seinen Vorteil. Ich sehe da gerade noch etwas. Der wäre, glaube ich, St. Peter. Das kostet ja nur. Mhm.
Vielleicht kommt dann einer handeln und wir verdienen wieder ein Geld. Daher. Das ist gut vorbereitet für die nächste Runde. Und sonst würde ich sagen, es würde mich freuen, wenn ihr ein Like oder ein Abo da lassen könntet. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, bitte schreiben sie drunter. Ich wäre um jede Kritik froh, wenn sie berechtigt ist. Unberechtigte Kritik natürlich nicht, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass Kritik immer berechtigt ist. Und sonst würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend, Morgen, wenn immer ihr die Videos schaut. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss zusammen.